Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute ist mal wieder eine Runde Loltern, ja, logisch, wer hätte's gedacht. Ja, aber heute ist mal anders, denn heute ist ein Commentary, das heißt, ich habe jetzt nachkommentiert. Die Folge geht etwa so 40 Minuten, ich muss gucken, vielleicht packe ich zwischendrin noch ein paar Cuts rein, was weiß ich. Ja, aber auf jeden Fall ist es jetzt eine Runde mit meinem privaten Account. Ich hatte irgendwie Bock nochmal zu zocken, da habe ich halt ja, einfach nebenbei aufgenommen und es ist eine ganz geile Runde geworden, muss ich einfach so sagen. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, viel Spaß. Hier seht ihr noch kurz eingeblendet die Übersicht der Spieler und Champions halt. Und ja, da sehen wir jetzt einfach mal, ja, wie das Game so wird. Ja, was laber ich? Ja, aber auf jeden Fall spielen wir mit Teemo auf der Top-Lane. Und müssen da gegen Darius kämpfen, der ist ein heftiger Tank eigentlich. Und ist jetzt schon in der Mitte. Ist auch schon ein kleiner Fight. Und ja, unser Wukong hat irgendwie Kommunikationsprobleme, das heißt, der schreibt nichts. Und von daher ist er im Moment noch auf der Botlane, warum auch immer. Aber der wird bald noch zu einer wichtigen Person, sagen wir so. So, auf jeden Fall fange ich wieder an mit meiner E, also mit der Fähigkeit E. Und baller da gleich mal schön auf den drauf los und der kassiert am Anfang richtig Schaden. So, ja, am Anfang ist es halt ordentlich warm. Und ja, wir sehen uns dann gleich. So, da hat er jetzt erst einmal richtig Schaden kassiert, aber wie ihr seht, der hat leider Heiltränke dabei und von daher kriegen wir den down. Ich hätte jetzt noch mit meiner Q draufballern können, aber dem seine Fähigkeiten sind schon so stark, da hätte er mich auch down kriegen können. Vor allem, weil ich nicht so viel Leben habe am Anfang. Ja, aber hier fahren wir jetzt halt ein bisschen weiter. Da kommt er. Ja, und so nebenbei will ich jetzt auch mal noch sagen, dass ich jetzt eigentlich GTA für heute geplant hatte. Hat aber irgendwie ein bisschen Bock auf LOL. Hab aber beides aufgenommen, sagen wir so. Das heißt, GTA wird auch noch irgendwann in den nächsten Tag kommen. Und ja, vielleicht kommt jetzt auch insgesamt ein paar mehr Videos. Da meine Internetleitung jetzt schon ein kleines bisschen besser ist, bald bekomme ich noch 50.000. Und dann dürfte alles viel besser sein. Und ist unser erster Kill? Nee, schade. Hätte ja sein können. Ich muss jetzt einfach so sagen, ich habe das Game zwar gerade gezockt, aber ich weiß echt nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Nee, ich glaube, da kriege ich den noch nicht down. Aber ihr seht, unser Fizz hat jetzt auch gerade schön rasiert und komm, ich muss den doch kriegen. Ja, jetzt kriege ich ihn. Das ist mein erster Kill. Und BAM! Oh ja, der Kill war geil. Und vor allem mit Teemo, wenn ich da First Blood hab. Hab ich jetzt zwar nicht, aber dann rasiert er im Game einfach sowas von. Und ja, deswegen Teemo ist einfach geil. Und ja, nochmal zu der Sache, dass jetzt ein anderer Account ist. Das heißt, es zählt jetzt nicht zu der Reihe Level 1 bis 30. Sondern ist einfach so ein Game nebenbei. Dass er auch mit meinem Hauptaccount ist. Und ja. Lol, der hat sich hertippet. Ja, gut, warum nicht? Seht ihr schon, ich will immer mehr. Ich denke mir auch immer nur, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Aber das Schöne am Anfang ist halt, am Anfang kann man noch richtig schön drauf gehen. Irgendwie, Deutsch-Skills habe ich auch nicht mehr. Meine Sätze sind einfach sowas von dumm. Okay, das war jetzt von mir dumm. Denn jetzt rasiert er richtig. Ihr habt ja gerade gesehen, dem seine Fähigkeit mit dem Kreis, die war richtig episch. Also gegen mich halt. Die macht schon ordentlich Schaden. Aber ich habe halt das Vorteil, dass ich habe halt den Vorteil, dass ich da Gift habe. Das heißt, wenn der jetzt Low Life ist, kriege ich den locker down. Weil ich dann einfach wegrenne und das Gift macht den Rest.
So, ich werde mich jetzt backtippen. Genau. Das weiß ich noch. So, was kaufe ich mir? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt als erstes erstmal Schuhe. Ja, genau. Dann hier noch so ein bisschen was. Und Heiltrank. Genau. So, und dann geht's gleich mal weiter. Aber bis jetzt finde ich es ganz geil. So, ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ich durch den Dschungel komme. Ihr seht's ja, der hat ziemlich weit reingepusht und von daher kann ich jetzt einfach locker aus dem Dschungel kommen. Da packe ich jetzt ein Ward hin. Und dann ist der auch schon wieder down. Also das ist auch wieder ein Easy Kill. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Aber gut, seine Entscheidung. Bam. Das war jetzt easy. Und jetzt haben wir auch endlich die Ulti. Das heißt, jetzt wird schön rasiert. Ja, aber jetzt farm ich erstmal noch ein bisschen und push dann ein kleines bisschen vor. So, da ist jetzt Tristana. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich hat er gemerkt, Darius ist gegen mich nicht ganz so stark. Aber jetzt wird es auch gleich sehen, dass er auch gegen mich nicht ganz so stark ist. Jetzt kommt's erstmal. Aber jetzt gehe ich gleich drauf. Ich glaube erst mit der Q, oder? Lol, ich habe ein Minion geholt. Wie dumm. Ja, aber die kassiert auf jeden Fall ordentlich Schaden. Und allein schon durch mein Gift hat die richtig kassiert. Und ihr seht schon, ich bin jetzt auch ein kleines bisschen gefeedet. Also ich bin Level 7, von daher optimal. Der, nee, der rennt da gar nicht rein. Ich hab gedacht, der rennt jetzt in meinen Pilz. Lol. Ah, okay, der pusht jetzt, glaube ich, zusammen mit Tristana. Und ich renne hier, glaube ich, jetzt weg, oder? Oder auch nicht. Nee. Genau, erstmal farmen, ja. Hab sonst nichts zu tun. So. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, was jetzt gleich passiert. Darius ist auf jeden Fall wieder da. Ist nur die Frage, wie lange. Tristana ist auf jeden Fall Mitte. Und Wukong kommt jetzt gleich hoch. Also ihr seht ja, der ist jetzt in Höhe von dem Herold der Kluft oder was es ist. Ja, und der jumpt da jetzt rein. Da gehen wir zusammen drauf. Und jetzt mache ich was richtig Dummes, Leute. Macht es niemals nach. Ja, ihr werdet es jetzt sehen. Leider. Ich krieg zwar echt noch einen Kill, wie ich gesagt habe, durch das Gift. Und dann sterbe ich selber durch den Minion. Bitte macht es niemals nach. So dumm. Das seht ihr auch echt. Fizz ist einfach sowas von OP. Der wurde jetzt am Anfang halt auch ein kleines bisschen gefeedet, aber der hat jetzt mit einer Combo einfach Vega fast down gekriegt und heftig, sage ich einfach nur. Was mache ich jetzt? Ah, genau, Pilz. Pilze sind auch echt immer gut, um es auf der Map zu verteilen. Das sieht man immer, wenn Gegner kommen. Dann ist es wie halt ein Frühwarnsystem. Also sau praktisch einfach. Ja, ich glaube, jetzt farm ich. Jetzt dürfte erstmal kein Gegner kommen. Und ja. Da ist auf jeden Fall ordentlich Beef. Oh, Master Yi ist hinter mir. Oh, den interessiere ich locker. Ja, Leute, jetzt, ihr seht's gerade selber, irgendwie habe ich da einen Flammeneffekt, was auch immer das ist. Das auch erst seit ich Master Yi getötet habe, aber ja, ich weiß halt echt nicht, was es ist. Irgendwie seit einem neuen Patch oder so. Kein Plan. Da packe ich jetzt auch wieder einen Pilz hin als Ward.
Und das seht ihr jetzt auch schon, Miss Fortune kommt. Wir hatten jetzt einen Drache. Oh lol, Gegner haben einen Drache. Krass. Ja, jetzt probiert auf jeden Fall Miss Fortune mit Glück, aber rennt in den Pilz. Ja, die Pilze sind einfach OP. Oh, muss man jetzt mal schauen. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Da probiere ich jetzt auf jeden Fall die nochmal irgendwie ansatzweise zu hitten, aber ja, war knapp. Zum Glück haben wir da noch unseren Heal dabei gehabt. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Flash und Heal gern dabei habe. Was ist denn in der Mitte los? Lol, da ist doch gar nichts. Verstehe ich nicht. Egal, jetzt erstmal ein paar neue schöne Items kaufen und ja. So, da kommt jetzt wieder Miss Fortune, die probiert jetzt echt wieder mich zu töten. Und ich versuche die da gerade noch so ein bisschen in den Pilz zu locken, aber ich weiß nicht, ob die den gesehen hat oder was auch immer. Aber ja, hier gehe ich jetzt erstmal hin. Mach mich unsichtbar. Also da muss sie einfach stillstehen, die rennt Gott sei Dank vorbei. Und gleich kommt Action in die Mitte, denn die rennt jetzt wirklich in die Mitte. Da wo schon so viele von uns sind. Und jetzt gehe ich auch los. Darius ist jetzt auch noch da und jetzt könnt ihr echt mal sehen, wie tanky der ist. Also wie viel Leben der hat. Lol, wieso renn ich weg? Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Was mache ich jetzt? So, da gehe ich jetzt Gott sei Dank endlich mal drauf und habe meine Kuh verkackt, aber ja. So, komm. Die bekommen wir noch. Die bekommen wir locker. So. Ich weiß nicht, ob wir den auch noch packen. Ich glaube, den holt Fizz. Den dürfte der allein holen. Okay, jetzt sterbe ich auch, ja. War so klar. Dumm. So, jetzt gibt's hier erstmal Beef. Ich bin so dumm und renn da zwar noch rein. Aber jetzt seht ihr schon, die gehen so schnell down. Bam. Aber gut, ich muss auch echt sagen, Fizz ist da einfach richtig gefeedet. Schaut mal, welches Level der ist. Der ist Level 12 und ja. What the fuck, ich bin Level 11? Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, da ist wieder Darius. Jetzt seht ihr es endlich, wie viel Leben der hat. Das ist einfach abnormal. Da versuche ich jetzt zwar noch, den irgendwie ansatzweise zu töten, aber geht nicht. Da machen meine Attacken einfach gar nichts gegen den. Da seht ihr, ich probiere es immer wieder, aber der verliert kaum Leben. Und jetzt, wo Wukong gekommen ist, das ist der, der am Anfang nicht kommen sehen wollte, der hat jetzt irgendwie das nochmal richtig rumgerissen. Wie auch immer der das gemacht hat. So, da kommen jetzt wieder zwei Amache. Gerade noch geflohen vor den Attacken. Aber Bot Master Yi weiß ich auch nicht, was der macht. Normal ist ja Master Yi ein Jungler. Ja, ist aber eigentlich so in dem Game. Oh, da habe ich jetzt Glück gehabt. Aber irgendwie in dem Game, der hat abseits gespielt. Normal ist ein Jungler da, um zu ganken, also im unerwartesten Moment in die Lane reinzukommen. Und da war ich jetzt dumm. Aber der ist irgendwie immer da, wo von uns niemand ist. Das heißt, er ist eigentlich nicht drauf aus, uns zu töten. Und das ist einfach saukomisch. Hier hole ich mir jetzt aber noch ein paar Items für Angriffstempo. Denn das ist bei Teemo einfach mega wichtig. Seine Auto-Attacks sind einfach so lahm, da brauche ich die einfach.
Da habe ich jetzt aber irgendwie schon so einen Anfangsboost in der Base. Normal hat man das ja immer mit Stiefeln, da weiß ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Aber finde ich auch ehrlich gesagt ganz cool. Jetzt gehe ich auf jeden Fall zum Drache. Den können wir jetzt echt mal langsam gebrauchen. Mein gegen Darius ist einfach richtig schwer. Wer kriegt den jetzt? Wukong, oder? Ja, war klar. So, hier sind jetzt aber wieder ganze Gegner. Ich probiere hier nochmal irgendwas anzurichten, aber ne. Oh, da kommt aber Vega. Den bekomme ich. Ne. Den hat Blitz bekommen, what the fuck. Aber die bekomme ich. Die gehört mir. Ja, da war mir die Attacke einfach sowas von egal. Ich wollte den Kill. Hat ja auch geklappt. Von daher alles gut. Ich hab gedacht, da ist irgendwie noch ein Gegner, aber die rennen jetzt auch nur wild im Jungle rum. Da hab ich mir gedacht, komm, Pilz, die macht der macht Flächenschaden und von daher schnell auf Lane. Und rechts seht ihr, wollte jemand aufgeben, warum auch immer. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht kapiert. Was da jemand auch mal wieder alles regeln zu müssen. Aber die bekommen jetzt halt alle ordentlich Schaden und gehen dementsprechend auch recht schnell down. Nur halt Darius, schaut's euch an. Der ist sowas von tanky. Wow. Es wird mir alles immer im Nachhinein erst klar, wie knapp das war. Ich meine, hier war es jetzt nicht ganz so knapp, aber hätte ich jetzt ein kleines bisschen weniger Leben, dann wäre ich sofort down. Ich sehe es ja auch da, der macht eigentlich auch ordentlich Schaden, aber ja, wir sind halt besser gefeedet. Am Anfang ist wirklich immer sowas von wichtig, dass man da rasiert. Weil man einfach dann im Endgame eigentlich schon so gut wie gewonnen hat. So, da renne ich rein. Und da habe ich jetzt erst gedacht, von uns hat einer den getötet. Von daher gehe ich jetzt erst auf Vega. Weil der einfach besser zu kriegen ist. Nur haben die mich jetzt leicht erwischt. Der hat seine schöne Attacke gemacht, die ich so gern mag. Und hat mich dementsprechend getötet. Geil, ne? War super durchdacht. Mein Farm, mein Farm. Und so viel Gold. Oh, wie geil. So, Darius probiert von hinten, wie ich es damals. Was heißt, damals genau. Wie ich es am Anfang bei ihm gemacht habe. Aber hat nichts geholfen. Bitter. Jetzt wird's hier echt heftig. Vor allem jetzt schaut mal, wie wenig Schaden ich einfach bei dem mache. Links oben habt ihr noch die Anzeige, wenn ich den einmal hitte, wie wenig Schaden das einfach macht. Ja gut, jetzt ist halt Schaden noch von anderen dabei. Aber ich allein hab da einfach so wenig Schaden gemacht, das war echt immer schön. So, ich würde mal sagen, erstmal pushen. So, jetzt schaut doch mal, wie viel Schaden ich am Vega mache. Ist auch abnormal. Da bin ich jetzt echt froh, dass ich Flash dabei hatte. Das heißt, ihr seht jetzt, es bringt wirklich was, Flash und Heal mitzunehmen. Ich habe Heal jetzt schon ein paar Mal gebraucht, genauso wie Flash. Mit Teleport oder Ignite könnte ich jetzt gar nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Anstatt Ignite habe ich ja mein Gift. Also meine E. So Leute, jetzt kommt auch nochmal eine mega geile Aktion. Ihr seht, die Gegner wollen Drache machen.
Und hier renne ich jetzt erstmal schön gekonnt außen rum. Und mein Kuh Drache gestealt. Ich fand die Aktion einfach so hammer. Vor allem wir können die Drachen echt besser brauchen als die. Jetzt könnt ihr doch mal schauen, wie viel Schaden ich an Baker mache. Ich habe den einfach mit meiner Q. Ja, und sonst mit Auto-Attacks sofort down. Das ist einfach sau nice. Und Tower wird abgehittet. Aber jetzt schaut mal, wie die einfach vorankommen. Ich glaube, Miss Fortune hätte ich noch bekommen können mit meiner Q in 2 Auto-Attacks. Aber nee, das war zu riskant. Vor allem, da ist jetzt auch wieder Darius und Vega. Und Vega, seht ihr, der hat einfach so eine Scheiß-Fähigkeit. Und wie ihr seht ja, ich bin jetzt unsichtbar. Aber Vega hat anscheinend kapiert, dass ich da bin. Und sobald die weg sind, Heal und einfach weggerannt. Muss man sie erstmal geben. Ich bleib da einfach stehen, weil ich gedacht habe, das ist eine geile Taktik. Aber dann kommt Vega und versaut mir alles. Oh, das wäre auch ein harter Fight. Aber der packt's. Und Vega mal wieder. Aber Fizz ist irgendwie schneller. Da ist jetzt wieder Darius und ich hasse einfach Kämpfe gegen den. Da packe ich noch mal einen Pilz hin, das kapiert er nicht und rennt da genau rein. Ist halt auch chillig. Da habe ich jetzt einen Kill bekommen. Locker, easy. Und wieder ein Pilz. Wenigstens haben wir dann gesehen, wo der war. Hätte ja sein können, dass der noch im Gebüsch ist, aber nee, der rennt lieber zurück. Gegen uns vier hätte er halt echt nicht viel machen können. Aber jetzt hoffe ich wirklich die ganze Zeit, dass die in die Pilze reinrennen. Machen sie aber nicht. Und ab jetzt beginnt auch so langsam eigentlich der spannende Teil. Denn jetzt sind wir ziemlich hohe Level. Also unser Team generell. Und auch die anderen. Und von daher werden es jetzt halt richtig spannende Kämpfe. Vor allem gegen Vega und Darius. Aber ihr seht, Vega down. Aber Darius, habt ihr gesehen, der ist noch extra geflasht und wollte mich bekommen. Ich bin halt schon so gut wie down. Macht dann ja auch Sinn. Da helfe ich nochmal. Und jetzt habe ich Ludens Echo. Kennt ihr vielleicht noch von meinen Games mit Katarina? Das ist ja so ein Effekt, dass auf umliegende Charaktere und halt Minions und das Zeug ein bisschen Schaden macht. Da probiere ich jetzt Miss Fortune. Jawohl. Aber jetzt kriegt Darius mich. Aber das war es mir echt wert. So, hier oben ist jetzt auch mal wieder Beef. Ich renne zwar schon so schnell ich kann. Wow. Die haben Master Yi getötet. Ja gut, nee. Okay. Darius ist doch ein bisschen OP. Da versuche ich jetzt auch noch Blitzcrank ein bisschen entgegenzukommen. Der hat es aber nicht ganz gecheckt. Und rennt genau in eine Falle. Aber gut, shit happens. Hier bekommen die wenigstens durch meinen Pilz nochmal ein bisschen Schaden. So, hier bin ich jetzt echt ziemlich down. Der eine Angriff war einfach richtig heftig. Vega ist zwar wieder down, ja gut. Keine große Herausforderung. Aber das war dumm. Ich habe eigentlich gehofft, dass unten da Wukong noch früher dazu kommt, dass wir beide gleichzeitig auf Darius drauf gehen, aber. Ja gut. Muss ja nicht immer sein. Lässt er mich lieber sterben. Nee, ganz ehrlich, es war meine Schuld. Muss ich schon sagen, Low Life auf Darius, ne, ist nicht gut.
Jetzt kommt ein richtig hinterlistiger Plan. Jetzt haben wir ja hier genug Minions zum Pushen. Und hier seht ihr auch, wir kriegen die Minions einfach richtig down, also die gegnerischen. Ja, da töten wir sie erstmal. Jetzt gehen wir auf den Tower. Der ist ja sowieso schon so gut wie down. Zwei Hits und down. Hier unten packe ich jetzt noch schnell ein Ward hin. Hallo? Ich will da ein Ward hinpacken. Mach mal. Ja, jetzt macht das, okay. Denn falls jemand von da unten kommt, habe ich vielleicht noch eine kleine Chance wegzurennen, aber das seht ihr, Master Yi kommt schon. Ich renne aber konnt weg, der rennt in meinen Pilz. Und er ist down. Tower hatte jetzt ordentlich Schaden kassiert. Ist auf jeden Fall richtig gut. Und ihr seht auch, ich krieg den jetzt einfach sowas von locker down. Jetzt wo aber Darkness kommt, renne ich wohl doch lieber erstmal weg. Es wäre zu heftig gewesen. Aber hier kommt noch Miss Fortune und ich habe so gehofft, dass die mich nicht sieht. Hab auch Glück gehabt. Und jetzt kann ich mich zurücktippeln. Perfekt. So, da ist jetzt auch gleich ein kleiner Fight. Habe ich noch versucht, dann ein bisschen zu supporten. Habe ich auch geschafft. Aber gut, die hätten den auch so bekommen. Minion jetzt auch noch schnell down machen. Da kommt der Vega. Ich bin Gott sei Dank noch aus seiner Falle rausgekommen. Aber habe ihn nicht mehr töten können. Jetzt erstmal. Nee, was mache ich? Zurück? Ja. Erstmal schnell einen Tower, dann hole ich mir noch einen Inhibitor. Zusammen mit den anderen natürlich. Und weil jetzt oben ja auch kein Tower mehr ist, mache ich mir das Leben einfach richtig easy. Renn hoch. Checkt's noch einer? Ja, ich renne auf jeden Fall hoch, hol den Inhibitor. Miss Fortune checkt's auch nicht. Jetzt schon. Aber das ist einfach so chillig, das Game. Vor allem jetzt kommen da gleich super was sollen. Nur das war scheiße. Das war echt sauber. Aber Fist rasiert einfach richtig. Nur jetzt, wenn Darkness kommt, wird's wieder saueng. Aber das ist halt echt immer so. Hier hätten wir den jetzt einfach auch mal ein kleines bisschen an. Und ihr seht ja auch, der kassiert ordentlich Schaden. Der stirbt aber glaube ich nicht, soweit ich weiß. Oder? Doch! Ich krieg den noch! Das war das beste Erfolgserlebnis ever. Ja, und jetzt ist das Game sowieso vorbei. Super Vasallen sind da. Das heißt, Tower so gut wie down. Und der andere Tower auch. Und danach noch schnell den Nexus. Ja, auf jeden Fall war das jetzt mal eine andere Form von LOL. Vielleicht hat es euch gefallen, war ein paar mehr Cuts drin. Ein bisschen mehr Schnitt generell. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. GTA kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald. Haut rein. Ciao.